Ja, herzlich willkommen zum ersten YouTube-Interview von Consoles Corner. Für alle, die nicht wissen, was Consoles Corner ist, wir sind eine News-Plattform, die sich rund um den Konsolen-E-Sport beschäftigt. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Interview wird es dann auch nochmal in Schriftform auf unserer Homepage geben. Ich bin hier zusammen mit Kappa, dem YouTuber und Call of Duty-Spieler, und heute reden wir ein bisschen über sein neues Projekt N7 Nation. Hallo Kappa. Ja, guten Morgen. Ja, N7 Nation, man konnte es bereits in deinen ersten Videos so ein bisschen erahnen. Was ist das? Was verbirgt sich hinter dem Projekt? Ja, Seven Nation ist halt ein bisschen größer, wie es auf den ersten Blick wirkt. Die ersten denken jetzt so, ja, es handelt sich ja nur um das neue Team, was jetzt eigentlich schon mehr oder weniger public gemacht wurde. Das aber nicht. Seven Nation ist nämlich was viel Größeres, was ich momentan in Planung habe. Und zwar geht es da halt, dass wir mehrere Bereiche abdecken wollen, nicht nur speziell den Competitive-Bereich. Wir möchten uns halt erweitern. Wir haben jetzt mehrere Bereiche angestrebt, wie zum Beispiel den Public-Bereich. Dann haben wir noch den Sniping-Bereich. Ich weiß, ist ja in Germany eigentlich noch gar nicht so groß vertreten, aber den möchten wir auch ein bisschen jetzt pushen, sage ich mal. Da suchen wir noch ein paar deutsche Sniper. Dann haben wir ein Kommentatorenteam, was wir ausbauen möchten. Und dann haben wir noch ein paar Editor, die uns halt regelmäßig was editieren möchten. Und ja, das ist halt so grob gesagt N7 Nation und halt in jeder Richtung bei COD vertreten sein. Das ist halt mein Ziel, beziehungsweise unser Ziel, was wir erreichen möchten. Okay, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hast du das Projekt ganz alleine entwickelt oder sind da noch andere Personen beteiligt? Und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Ist ja schon relativ speziell. Ja, ganz alleine jetzt nicht. Da sind ja die ganzen Ureinwohner von N7, sage ich jetzt mal, die eigentlich jedem was sagen sollte, wie zum Beispiel Chief Bato und so weiter. Die sind natürlich da bei der Projektplanung immer mit dabei gewesen, haben immer ihre Tipps oder Ideen mit eingebracht. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das nur alleine erfunden habe. Also da hängen halt alle von N7 mit dabei. Und was war deine Okay. zweite Frage noch? Ja, was für andere YouTuber jetzt zum Beispiel bei dem Projekt noch beteiligt sind? Andere YouTuber sind momentan halt dabei in Competitive Team, die man halt eigentlich kennen sollte, sind Teros und Wapiti. Sind halt relativ große YouTuber schon. Ich glaube, Wapiti auch schon bei 20.000. Dann versuchen wir im Public Team auch momentan einigermaßen groß zu bekommen. Da haben wir momentan diesen einen Assassin und einen Ezio. Die sind auch relativ größer schon, haben auch so rund um die 10.000 Abonnenten. Und das sind eigentlich so die Haupt-YouTuber, sage ich mal. Da versuchen wir halt noch bei den Kommentatoren ein paar zu bekommen. Die sind ja halt überwiegend auf YouTube aktiv. Und ich bin auch in Gesprächen mit ein, zwei anderen ziemlich großen YouTubern. Aber da weiß ich noch nicht, ob die dabei sind. Da sind wir halt noch in der Verhandlung, sage ich mal. Aber Apropos Verhandlung, das wäre dann auch meine nächste Frage. Wie konntest du die YouTuber von deinem Projekt überzeugen? Jetzt hat man ja gehört, die haben ja schon einige Abonnenten, bräuchten quasi also nicht dieses Projekt, sage ich mal. Was ist es, was die quasi von deinem Projekt begeistert? ja, ohne jetzt vielleicht arrogant zu kriegen, aber ich sag mal, N7 hat ja auch schon einen gewissen Namen. Und den kann man da in dem Fall auch ziemlich nutzen und auf dem möchte ich auch ein bisschen aufbauen. Und ja, das war eigentlich relativ einfach, weil ich sag mal, das ist ja praktisch für jeden eine Win-Win-Situation. Wenn das Projekt läuft, profitiert dann praktisch ja jeder davon. Und die ich bisher angesprochen habe, waren eigentlich relativ offen für Neues und für neue Projekte, deswegen hatte ich da bisher noch nicht so die Schwierigkeiten gehabt und hat auch schnell Zusage bekommen von zum Beispiel Wapiti oder Teros oder anderen Leuten. Okay, cool. Gibt es denn schon konkrete Pläne für YouTube-Content, wann so die ersten Videos kommen werden? Wann kann man da mit den ersten Sachen rechnen? Also Pläne sind auf jeden Fall schon vorhanden. Momentan sind wir halt noch dabei, das Grundgerüst aufzubauen. Bedeutet, das Competitive Team steht jetzt erstmal. Dann wichtig ist halt auch das Public Team. Da fehlen halt noch ein paar Leute, aber sind wir dabei. Dann YouTube-Projekte sind auch schon ein wenig in Planung. Da möchte ich auch noch nicht so viel verraten, aber auf jeden Fall möchten wir da den Main-Channel von N7 Nation, der N7 eSport ist, den möchten wir auf jeden Fall deutlich pushen. Da ist so in Planung auf jeden Fall pro Tag ein Video mit
einen Upload-Plan sozusagen, dass man jeden Tag einen Wochentag hat, wo man sagt, ja, Dienstag kommt zum Beispiel das, Mittwoch das und so weiter. Also das soll schon alles geordnet laufen. Okay, cool. Ist denn vielleicht auch so eine Art Community-Homepage, wie es die zum Beispiel von Fariko gibt, in Planung? Eine Homepage ist auf jeden Fall in Planung. Auf jeden Fall nicht wie Fariko. Wir möchten auch nicht wie Fariko werden, weil das hat schon, ja, sag mal, auch einen schlechten Ruf. Da ist einfach zu sehr, ja, einfach zu easy ist auch reinzukommen und es kann ja auch jeder reinkommen. Das ist halt, das möchten wir auf jeden Fall nicht anstreben. Aber eine Homepage ist auf jeden Fall in Planung. Soll auch relativ simpel gehalten werden. Nur vielleicht eine kleine Newsbox und eine Liste, wo Member sieht und sowas in der Art. Aber ist auf jeden Fall in Planung. Okay, cool. Was ist jetzt zum Beispiel mit dem alten Team in Seven mit nicht mit Kappa, sondern mit Chief, Bato und Deluxe? Spielen die noch? Sind die noch aktiv dann bei N7 Nation? Die gibt es natürlich weiterhin. Das Problem bei denen ist, wie bei jedem, der Alter kommt, man wird halt auch älter, man muss mehr arbeiten und deswegen haben die auch leider nicht mehr so viel Zeit. Deswegen wurde ich auch leider gezwungen, mich praktisch umzusehen nach neuen Spielern. Die werden natürlich weiterhin spielen, allerdings leider nicht so aktiv, wie es in der Vergangenheit war. Aber sind natürlich weiter ein Teil von N7 bzw. N7 Nation. Okay, ist das E-Sport-Team denn jetzt schon komplett? Kann man da schon Namen nennen? Das E-Sport-Team ist jetzt komplett. Das wird auch bei Ghost, denke ich mal, durchstarten. Ist halt, ja, besteht momentan aus mir. Dann den KF Namso. Sollte jeder im Begriff sein. Dann ziemlich zwei Neulinge im E-Sport-Bereich, sage ich mal. Aber wo man sagen kann, auf die kann man echt ausbauen. Ist sehr viel Potenzial. Das sind dann Teros und Vapiti. Und ich bin jetzt schon ein bisschen so Black Ops. Und ich denke, können wir hinhauen. Okay, cool. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Projekt. Link zu N7 Nation und zu deinem YouTube-Kanal tun wir natürlich in die Beschreibung. Ja, und dann freuen wir uns demnächst wieder von dir zu hören. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Interview. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, haut rein.